Hallo und schön, dass ihr heute wieder dabei seid bei Let's Play World of Tanks Live. Ja, ich spiele heute mal wieder persönlich für euch und zwar den Tiger 1. Bin hier leider low tier, 7er, 8er, 9er Gefecht, aber das soll doch dem Tiger nicht stören. Der Tiger, der ist einfach hier eine Legende und dementsprechend muss ich sie natürlich auch mal wieder ausfahren. Also lasst uns mal schauen, wie es hier so läuft auf der Karte Minen. Die neuen Sounds sind auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig, aber ich finde sie nicht so schlecht, wie einige geschrieben haben. Ich glaube, dass es auch immer eine Gewöhnung ist, aber wie gesagt, auch da wird es bestimmt bald Mods geben. Also für alle, die sagen, boah, nee, geht gar nicht, gibt es da Mods und dann ladet es euch da halt einfach wieder was runter. So, ich werde nicht darüber fahren, weil ich wurde da schon oft jetzt hier, da macht jemand am Turm. Der Ru, der ist jetzt aber sowas von schnell oben gewesen. Der WZ macht den wohl gefühlt fertig. Ich mache nicht die erste Reihe. So, der Ru wird jetzt rausgenommen. Ru ist der ist Erstblatt, ich leg mich fest. Jo. So, 9er, 8er, 7er. Da ist doch alles von den Tierstufen alles dabei. Wenn die da so kuscheln, schaue ich mal, ob ich da irgendwas sehe. Ja, der Löwe, den habe ich gescoutet, er mich aber auch. Jetzt bleibe ich erstmal einfach hier stehen. Hier ist eine Mauer im Weg. Ah, aber jetzt bekommt er so satt. Ging es irgendwie erst zu spät auf? Wir haben sie nicht mal angekratzt. Nee. Da hat der Helm leider ihn gut für mich gedeckt, aber ansonsten wurde hier schnell weggemacht. So, der IS-3 fährt jetzt damit rüber. Werde ich jetzt nicht. Ich folge dem ST. Bitte nicht, fahr nicht weg. ST, schade. Schön wäre es gewesen. Jetzt alleine vorzufahren, das ist ein bisschen arg verrückt. Deswegen warte ich da mal lieber ab, bis irgendwas offen ist, so wie jetzt hier der Foch. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Ja, wir haben sie nicht mal angekratzt. Ist leider mit den DDs immer so ein Kreuz. Zu gern würde ich da jetzt weiterfahren. Aber das ist hier einfach die einfachste zu beschießende Variante für den Gegner. Deswegen Objekt macht es schon ganz gut. Jetzt drücken die endlich hier rüben weiter. Jetzt kann ich auch wieder vorfahren. Kann den jetzt ketten. Und dementsprechend bekomme ich jetzt hier die Unterstützungsschaden. So, böse erwischt. Und jetzt ist er weg. Oh ja, da ein kleiner schneller. Ja, Gott sei Dank haben wir da die mit den dicken Kanonen. Typ 4 Speer. Feindliche Basis wird jetzt gekappt. Und da ist ein gegnerischer Tiger, auf den ich jetzt gut gehen kann, weil der mir sein Heck zeigt. Skoda. Oh, schön im Boden. Der ging voll durch ihre Panzerung. Der ging voll durch ihre Panzerung. So. Der
Der Typ 4 kommt vom Hügel nicht runter. Das ist sehr, sehr angenehm. Aber wir cappen ja eh. Von dem her. Oh, doch nicht. Ah, der Typ hat sich da droppen lassen scheinbar. Aha. Ja, weg mit dir. Nee, das brauche ich mich mit der neuen Physik nicht. Wo ist denn jetzt der Tiger hin? Bin ich offen? Der ging nicht durch. Jo, da sieht man mal, so schnell geht's. Da ist der Geschichte. Danke, Objekt. Stura Emil. Wirkungstreffer. Der ging voll durch ihre Panzerung. So, und da unten fährt der Kleine. Haben wir gerade gut gesehen. Muss nur nicht umkippen. Wo will er denn hin? Interessant, wo der jetzt hinfährt. Naja, dann fliegen wir hier halt durchs Wasser. Vielleicht geht er sich hier ertränken. Was natürlich die feigste aller Todesvarianten hier im Spiel ist. Aber einen Treffer hätte ich gerne noch. Dann hätte ich die durch 2K voll machen. Steht wohl da oben. So, die Frage ist, wer bekommt den Schuss auf ihn? Und bei meinem Talent, dass die Leute immer vor mir wegfahren, werde ich jetzt so fahren, dass ich wenigstens vor dem IS-3 hier ankomme. Wirkt echt so, als ob... Ah, ich sag doch, mit meinem Talent. Nein! Oh Mensch, ich war doch schon drauf. Aber es ist immer typisch für mich, dass ich es echt immer schaffe, dahin zu fahren, wo der Gegner nicht ist. Aber egal, war eine feine kleine Runde mit dem Tiger und ich mag ihn einfach nach wie vor sehr, sehr, sehr gerne. Zweiter Klasse. XP auf Platz 2, Schaden, ja. Platz 4 ist okay, dafür, dass wir laut hier waren, kann man damit echt gut leben. Und unterm Strich gab es noch 20.000 raus. Ja, ich würde sagen, schön, klein, fein, so soll es sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Tiger 1, deutscher Stahl. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.